Wir sehen bei Karlchens Backstube in Nordrhein-Westfalen, dort haben sie mehrere Filialen. Und ich wette mit euch, dass die meisten jetzt Karlchen recht geben und sagen, hey, stimmt doch, was ist dein Problem? Tja, mein lieber Freund, dann muss ich sagen, hat das Framing bei dir wirklich gewirkt? Definiere doch mal Nazi. Jemand, der eine andere Nationalität hat und seine eigene Nationalität vor die andere stellt? Ja, da bin ich auch dagegen. Die würde ich auch nicht gerne in meinen Laden einkaufen lassen. Definitiv nicht, aber andererseits ist man auch Nazi, wenn man kritisch gegenüber der Regierung ist, wenn man gegen das Tempolimit ist, wenn man einfach sagt, dass diese grüne Ideologie für Deutschland nicht gut ist und es definitiv auch kein grünes Wirtschaftswunder gibt, dann bist du per Definition ein Rechter, laut ihnen, laut ihrem Verständnis, oder? Und jetzt die Frage an den Karl von Karlchens Backstube. Darf ich dann bei dir eigentlich auch nicht mehr einkaufen? Denn per Definition bin ich ein Nazi, ein Rechter. Obwohl ich überhaupt kein Problem habe mit anderen Nationalitäten. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich gut, dass wir Multikulti in Deutschland leben, solange eben die Menschen in Deutschland alle cool sind und sich an die Gesetze halten, an die Kultur in Deutschland, an die Werte. Versteht ihr, was ich meine? Aber was denkst du eigentlich, wie viel Kundschaft du verlieren würdest, wenn jetzt wirklich diese Nazis bei dir nicht mehr einkaufen würden? Hast du darüber mal nachgedacht? Drehen wir doch mal den Spieß um. Was denkt ihr eigentlich, wie viel Macht wir haben, liebe Rechte, die ihr die ganze Zeit dumm gemacht werdet? Ihr könnt mit eurem Kaufverhalten entscheiden, ob diese Propaganda weitergeht oder ob man eben auch mal ein Zeichen setzt und vielleicht jemand wie Karlchens Backstube ignoriert, boykottiert. Könnte man mal drüber nachdenken, oder? Und nur mal so am Rande. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn dieser tolle Gutmensch Karlchen die Ungeimpften damals während dem großen C auch nicht reingelassen hat. Für die Solidarität natürlich. Einfach mal drüber nachdenken.